herzlich willkommen zum 4D-Marktblick. Die Analyse, die den Aktienmarkt aus vier Blickrichtungen untersucht. Es ist Juli 2019 und ich kann schon mal vorweg sagen, der Aktienmarkt ist besser, als es zurzeit den Anschein macht. Warum das so ist, das erfahren Sie gleich. Hallo Thomas, was erwartest du im Juli aus saisonaler Sicht? Hallo Anastasia, ja, der Juli ist tatsächlich ein spannender Monat. Wir haben hier zwar eine durchschnittliche Rendite von 0,84%, die tatsächlich im Durchschnitt liegt, also nichts, was einen überrascht oder aufregt, aber das Downside Risk mit 1,84% ist deutlich unter dem Durchschnitt. Insofern ist der Juli ein sehr spannender Monat. Die Gewinnhäufigkeit lag bei 55,1%. Damit ist der Juli auch eher unauffällig. Im Detail liegt dann oftmals, sage ich mal, die Würze. Der Juli ist in der Regel in den ersten drei Wochen sehr stark und dann erhöhen sich die Risiken. Aber ich erwarte einen positiven Juli. Sehr spannend. Was ergibt die Fundamentalanalyse und wie sieht der Kapitalpreis zurzeit aus? Die Fundamentalanalyse hat ergeben, dass die Aktienrendite etwas gestiegen ist. Wir sind hier jetzt bei 6,58%. Das war im Vormonat knapp über 6%. Das heißt, die Kurse sind im Juni ja gestiegen, aber auch die Gewinne entsprechend etwas stärker gestiegen, sodass die Aktienrendite jetzt interessanter ist als im Vormonat. Wenn wir jetzt noch sehen, dass die US-Staatsanleihe auf 2,0% gesunken ist bei 10 Jahren Laufzeit, dann sehen wir, dass wir hier einen großen Spread haben. Wir sprechen hier von einem Risikopuffer von 4,58%. Das ist wirklich fundamental gesehen eine günstige Bewertung für Aktien. Warren Buffett hat ja vor ein paar Wochen auch gepostet, er findet überall Schnäppchen, unterbewertete Aktien. Warum die jetzt gerade nicht so gefragt sind, machen wir dann im saisonalen Rundbrief. Aber fundamental ist die Welt sozusagen in Ordnung für Aktien. Das heißt, die Aktien sind billiger geworden. Was sagt die technische Analyse, wie sieht der Trend am Aktienmarkt aus? Ja, der Trend hat sich wieder ausgebaut, ist positiv geworden. Der Abstand zur 200-Tages-Linie ist bei 4,56%. Das heißt, ein deutlich positiver langfristiger Aufwärtstrend am Aktienmarkt. Am Vormonat war ja noch die große Frage, die Kurse sind unter die 200-Tages-Linie gerutscht. Das hat technisch sehr viel bewegt, hat sehr viele Verkäufe ausgelöst. Da haben viele Vermögensverwalter, die nach Handeln einige Defizite eingefahren. Das war ein Fehlsignal. Jetzt sehen wir, aha, es war ein Fehlsignal und der Aufwärtstrend ist intakt. Auch der kurzfristige Trend am RSI gesehen mit 59,6 ist intakt. Hier haben wir einen Aufwärtstrend, wenn auch nicht so stark wie der langfristige Trend. Also technische Analyse sagt, alles gut am Aktienmarkt. Das klingt positiv. Was bekommt die Risikoanalyse heraus? Ja, Anastasia, das hängt ein bisschen davon ab, wie wir das Risiko bewerten. Schauen wir uns die Optimisten und Pessimisten am Optionsmarkt an, dann sehen wir, dass die Optimisten deutlich mehr vorhanden sind mit 16,26% im Überschuss. Das heißt, es gibt mehr Anleger, die gehen davon aus, dass die Kurse steigen und kaufen Call-Optionen und weniger kaufen Put-Optionen und sichern sich ab. Da wird man sagen, das Risiko ist relativ klein am Aktienmarkt oder kleiner. Schauen wir ab uns die Volatilität an, dann sehen wir, die ist von 7 auf 9 gestiegen. Das ist jetzt noch kein großer Wert, aber das Risiko anhand der Volatilität hat sich vergrößert. Und so sehe ich das auch, vor allem wenn wir noch bedenken, wir hatten ja im Februar, März die Analyse auch für den Marktblick. Da haben wir gesehen, dass ganz, ganz viele Anleger Put-Optionen gekauft haben auf 6 Monate. Die werden Ende Juli, Ende August fällig. Und dann werden wir schon sehen, inwieweit die Put-Optionen hier den Markt nach unten drücken. Also insofern, das Risiko würde ich mal als Mittel einstufen. Alles in allem stehen also die Sterne gut für den Aktienmarkt. Oder wie fasst du die 4D-Analyse zusammen? Ja, Anastasia, das hast du schön gesagt. Ja, die Sterne stehen tatsächlich gut für Aktien. Wir haben einen guten Monat vor uns saisonal. Wir haben günstige Bewertungen. Der Trend ist positiv. Das Risiko macht vielleicht ein bisschen Sorgen, aber ist auch im mittleren Bereich. Insofern stehen die Sterne tatsächlich ganz gut für Aktien.
Der saisonale Rundbrief im Anschluss, der wird allerdings noch etwas genauer das Anlegerverhalten analysieren und sehen, dass da doch einige Wolken sind, die da am Himmel auftauchen und den Blick auf die Sterne vertrüben können. Aber dazu dann mehr im nächsten Video. Dankeschön. Vielen Dank, Thomas. Ich bin schon mal gespannt, was der Juli alles so für den Aktienmarkt bereithält. Ich kann aber jetzt schon mal sagen, dass der saisonale Rundbrief, der jetzt im Anschlussvideo gezeigt wird, nicht alles so goldglänzend ist, wie es jetzt hier der 4D-Marktblick zeigt. Und jetzt sage ich, 2 Daumen für Ihre Investition, 1 Daumen für unser Video und wenn Ihnen das gefallen hat und Sie mehr wissen wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Kanal. Und für weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung einen Link, der führt Ihnen zum Newsletter. Und jetzt sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.